Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden, aber wenn es dann ernst ist... Er will mir die Nase brechen. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Hallo Leute und ja, zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 mit eurem Bouncy. Wir haben ja letztens hier an der Stelle aufgehört und müssen ja unserem Bruder für unsere Schwester einen Auftrag erledigen, oder besser gesagt, wir machen das natürlich gerne und rächen uns an dem Betrüger, der wo sie einfach betrogen hat. Der fremdgegangen ist und so. Mal schauen, was wir mit ihm anstellen werden. Vor allem, wo wir ihn finden überhaupt. Ja, genau. Und dann legen wir mal los. Nehmen wir hier die schöne Kiste noch mit, wenn sie gerade da rumsteht. Und ja, tut mir leid, ich habe schon wieder elendige FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich werde es mit... Fraps probieren, das funktioniert jetzt nicht. Ich probiere es mal mit Fraps und schauen, ob es da besser wird. Ja, hier, das habe ich auch. Also mit Fraps habe ich genauso Einbrüche. Fällt mir gerade so auf. Auf jeden Fall habe ich hier die Kiste. Und ja, genau. Ja, gehen wir mal runter. Alter Schwede. Fraps habe ich aber auch ziemliche Einbrüche. Lebenserwartung etwa 5 Minuten. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich. Oh, wir haben ihn erwischt. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditorin. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst... Er will mir die Nase brechen. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Versager! Basta, ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Ja, genau. Lass die Finger von meiner Schwester. Das würde ich auch mal schwer behaupten. So. Wo kommt der sie doch so? Ein paar letzte Worte? Nein. Schande über euch, ihr Mistschweine! Thronsee! Schande über euch, ihr Mistschweine! So, das Problem hätten wir jetzt auch gelöst, ja. Schauen wir mal eben, ob wir hier hochkommen. Okay, kommen wir nicht. Eventuell hier auch nicht. Okay. Naja, dann werden wir jetzt mal wieder zurücklaufen.
Ja, gut, hops, hops, hops. Hoch und hoch und... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist alles sehr kurios. Also die FPS sind echt komisch. Dann fallen sie mal wieder voll in den Keller. Aber ich würde sagen, das läuft auf jeden Fall stabiler. Naja, sehen wir ja, was rauskommt. Also ich würde gerne von euch dann eine Meinung haben, wie ihr das lieber habt. Ob das Video jetzt besser ist oder eher die letzten Videos. Das wäre mir ganz wichtig, weil dann kann ich so entscheiden. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay, wir sollen Maria bei ihrem Auftrag helfen. Okay, was auch immer es ist, aber wir werden es tun. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach, bitte. Oh. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Ich wurde beraubt! Okay, also... Er konnte das nicht hinnehmen. Gut, dann wissen wir das auch. Ja, wo will denn die jetzt hinlaufen? Die läuft und läuft. Ah, wir sind da. Okay, das ist schon ein gutes Zeichen, ne? Wenn wir mal da sind. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Ja. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ventile. Hilf Leonardo, ja? Ventile, okay. Ja, okay, ich soll die Kiste aufnehmen. Wie nehme ich die auf? Upsi. So, Ezio, was machst du so? Objekt aufheben. Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. So, ja, los jetzt. Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Kunsthändler, mal, Kunsthändler. Aber auch wenn meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktische Arbeit. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Ah, er wird lieber praktisch arbeiten. Ja, natürlich. Kann man machen. Ist gar kein Problem. Also. Oh, Leonardo. Ich zweifle ja nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Ich weiß nicht warum, aber es hört sich so an, als hätten die zwei was zusammen, ne? Ich weiß echt nicht wieso. Ja. Okay, dann liefern wir jetzt hier die Kiste ab. Scheinbar. Uiuiui. So. Danke für die Hilfe, mein Sohn.
Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Also. Das war's. Okay. Kein Problem, würde ich jetzt sagen. Ist nicht so weiter schlimm. Ist ja auch ganz nett. Heilige Maria. Mist! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Es ist... Also, wir haben jetzt die Mission angenommen. Ich hatte mein Mikrofon aus, ist mir gerade aufgefallen. Also ziemlich dämlich. Wir machen die Mission noch und dann werde ich wahrscheinlich die Folge eh beenden. Aber jetzt nochmal so ein Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln. Bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Ja gut, es ist helllicher Tag, aber wir können das Bett... Wir können ja natürlich gern bestrafen dafür. Macht für mich zwar... relativ wenig Sinn, aber okay, oh, Zeit auch noch. Oh. Das ist ja schwierig. Ja, genau, schlechter Tag und ja. Naja, kann man mal machen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Hier hoch, da oben sind noch welche. Nein! Ist das nicht gefährlich? Nicht runter! Oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, was jetzt noch? Der zweijährige Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfalonier. Aber wir müssen wenigstens nicht auf Zeit dahin laufen. Das ist schon mal gut. Zeit ist immer schlecht. Weil wir bekanntlich lassen. Also ich lasse mir immer gern Zeit, also diese Hektik. Ist eigentlich nicht so meins. Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ich will da auch nicht baumeln. Also Hektik ist was ich eigentlich gar nicht so gern mag, weil es einfach fördert einfach nur den Stress. So, sollten wir eigentlich auch gleich dahin angekommen sein. Hoffe ich doch zumindest mal. So, hier ist... So. Zack, zack, zack. Hier hoch und... Hier wieder rein. So, jetzt geben wir den Spaß noch ab. Hier, wie versprochen.
Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Okay. Er braucht die Federn also. Ist sehr nett. Und wir haben irgendwas synchronisiert. Okay. Ja. Okay, jetzt kann ich in der ganzen Welt Federn sammeln. Ist schön und gut. Ich beende das hier. Also, ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, besser gesagt. Nicht, ich beende das hier jetzt einfach so. Einfach, weil die Folge aus ist. Würde mich über Kommentare, Daumen nach oben und Abos freuen natürlich. Und wenn ihr mich weiterempfehlt, das wäre natürlich auch sehr grandios. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch nächstes Mal wieder rein. In der meiner Kanalbeschreibung schreibe ich am besten immer rein, wann ich, wann welches Video kommt. Ungefähr aber nur, weil ich ja selber arbeiten gehe noch neben und das hier nur nebenbei mache, kann ich nicht sicher sagen. Aber verfolgt Twitch, da soll es eigentlich, wird geschrieben, wenn es ein bisschen später wird. Normal eigentlich, wenn ich es nicht vergesse wegen Stress und so. Aber normalerweise sollte das alles so passen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.